Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hitman. Endlich mal wieder Hitman. Es tut mir leid wegen der kurzen Pause zwischendurch. Aber ich tue das hier leider nur als Hobby und wenn dann was anderes dazwischen kommt oder ich wenig Zeit habe oder auch wenig Lust oder nicht den Kopf dafür, dann kann es passieren, dass ich das ein bisschen schleifen lasse, so wie es jetzt passiert ist. Aber jetzt geht's ja weiter. Deswegen lasst uns nicht lange daran aufhalten. Genau, es fehlt nur noch eine Episode. Eine letzte. Und die tun wir jetzt. Oder die werden wir jetzt spielen. Letztes Mal waren wir in Colorado. Und jetzt geht's nach, ich glaube, Hokkaido. Eine Mission Situs Inversus. Ich kann leider kein Latein. Ich weiß nicht, was das heißt, aber wir gehen einfach mal rein jetzt. Zacki. Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gamma Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gamma under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Okay. Okay. Ja, okay. So heißt anscheinend diese Situs Inversus, heißt anscheinend diese Krankheit. Okay. Ich habe ein bisschen den Überblick über. Huch. Ein bisschen den Überblick über die Story verloren. Was ist denn das? Ich darf gar nichts mitnehmen. Dieser Auftrag findet in einer Hochsicherheitszone statt. Agent 47 kann daher zu Beginn keine Ausrüstung mit sich führen. Wow. Kann ich denn jetzt meinen Anzug nehmen? Ja, komm, ich nehme meinen Anzug trotzdem. Gut, dann müssen wir uns was reinschmuggeln, wa? Ne, können wir auch nicht. Wir fangen ohne alles an, das ist ja geil. Wir haben nicht mal eine Waffe, wir haben kein Dietrich, wir haben keine Klavierseite und wir haben keine Münzen. Das wird interessant. Interessant. Okay, ja, dann mehr kann ich ja nicht vorbereiten, glaube ich. Oder kann ich hier noch was ändern? Nee, ne? Also gibt es auch erstmal nur einen. Okay, dann gehen wir direkt los. Auf geht's mit der nächsten Episode. Welcome to Hokkaido 47. The Gamma Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law, if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Okay. Also Soders wird operiert. Das heißt, er kann sich nicht wehren. Wir müssen halt nur irgendwie an ihn rankommen. Und. Hello, Mr. Reaper. Hi. As part of the service here at Gamma, your personal robe has been outfitted with a radio frequency identification chip. The device will unlock and allow access to your personal suite. Heißt aber auch, ich kann einfach nicht so einfach in andere Suites rein. Ich habe ja auch keinen Dietrich, leider. Aber die würde mich einfach nicht reinlassen, die
die KI. Genau, was ich auch gerade sagen wollte. Die KI, die scheint, mit der kann man bestimmt einiges anstellen. Also das, da habe ich jetzt schon so einige Ideen, vor allem was auch die Operationen angeht. Weil die ja auch sagte, dass die auch bei den Operationen quasi behilflich ist. Vielleicht kann man die ja irgendwie manipulieren. Aber das finden wir noch raus. Auf jeden Fall wieder ein super krasser Ausblick. Schön geile, schneebedeckte Berge. Herrlich. Oh, ich kann hier klettern, guck mal. Kann ich hier in ein anderes Apartment reinklettern? Bringt mir das was? Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mich erstmal umschauen, ne? Nein, komm, ich schau mich erstmal um. Gehen wir erstmal hier raus und schauen uns ein bisschen um. Liegt hier irgendwas? Ich meine, kann man hier nicht irgendwas hinlegen, was ich gebrauchen könnte? Ich habe halt wirklich keinerlei Gegenstände, null Waffen, gar nichts. Mein Inventar ist leer. Zum ersten Mal in diesem Spiel habe ich wirklich nichts. Rein gar nichts. Schauen wir mal. No keycards are needed at Gamma. Please enjoy your stay. Okay. Gut. Schauen wir mal. Was ist hier? Oh. Da kann ich hingehen. Yes, a good situation. Miss Yamazaki is very smart, very capable. Tough as nails too. You should see her in the court. She seems a bit, I don't know, untimely? Like she's not comfortable in her own skin? Yeah, you saw how she dropped her fags off the lift crossing the gorge. It's just nicotine cravings. Oh, yeah. Yeah, that was me 5 years ago. Glad I got that monkey off my back. Hey! We should get her a pack, make a good impression. In a place like this, good luck. So the client... Yuki Yamazaki dropped her cigarettes off the lift when arriving at the hospital. According to her bodyguards, this has put her on edge. Maybe you can help quench those cravings, 47. Cigarettes are contraband at Gamma, but surely not everyone follows the rules. Okay, wir könnten versuchen, it's a trial lawyer, direkt zu finden. Criminal defense. Guck mal. Vielleicht finden wir jetzt Zigaretten. Wobei ich jetzt bis jetzt noch nicht weiß, was mir das bringt, aber. Wir werden sehen. Ogenki Deska. Hachi. Gesundheit. Entschuldigung. Ich verstehe leider kein Wort. Der Typ sieht wichtig aus. Mit seinem weißen Anzug. Hey. Guten Tag. Darf ich hier rein? Oh ne, das ist. Polizeikram. Warte mal. Irgendwo erkenne ich den. Naja, gut. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch so Schönes? Hier kann man noch runtergehen. Hier sind überall Wachen. Ich darf hier auch nirgendwo durch. Darf ich hier durch? I would let you through if I could, sir, but not at this moment. Okay. Ziemlich beengt hier. Da ist auch Polizei, darf ich auch nicht rein. Oder Wachen in dem Fall. Oh, da geht's zur Sauna, glaube ich, da oben. Hä? Achso, da darf ich auch nicht rein. You can tell me. Is it true the boss was connected back in the day? Bang and red tie, sir. But this area is not accessible at the moment. Okay. Dann suchen wir weiter. Hier darf ich auch nicht rein. Das sind wahrscheinlich die ganzen Suites wahrscheinlich hier, ne? Good evening. Good evening. How you doing? Was geht? Das ist wahrscheinlich hier drin. Ah, ist das nicht das Apartment, wo ich rübergehe? Hier kann ich doch rüberklettern. Das wollte ich ja sogar gerade. Machen wir das doch einfach mal, oder? Können wir uns da schon mal Zigaretten klauen, aber zumindest das schon mal. Ich würde das helfen bei ihr irgendwie. Zack. Und los geht's. Ja, ich darf das nicht tun, ich weiß. Die Musik wird direkt spannend. Bloß nicht entdeckt werden. Oh, da ist ja niemand drin. Und die da können mich nicht sehen. Na, komm schon. Oh, das dauert jetzt einen Moment. Dass der sich so lange da festhalten kann, ne? Ich könnte das gar nicht, glaube ich. Ich könnte mich, glaube ich, gar nicht so halten. Oder wenn dann zumindest nicht so lange. Ist jetzt hier einer drin, oder? Nee. Und da soll es Zigaretten geben? Guck ich mal. Muss ich wohl mal schauen. Da kann ich jetzt hochklettern wieder. Sehr, sehr nett. Danke sehr. So.
Wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Suchen Sie das Zimmer nach Zigaretten. Ist das Cowboy-Büste? Kann man werfen? Nimm ich mit. Ich muss jetzt wirklich nach allem gucken, weil sonst... Patientenbericht. Wer bist du denn? Information. Mr. Dexter. Ist das nicht der... Das ist nicht der Bösewicht aus dem Teil davor? Aus Absolution? Kann das sein? Haben wir den nicht getötet? Ich weiß es nicht. Er kriegt eine Lungentransplantation. Wahrscheinlich, weil er raucht. Aber tut er jetzt nicht mehr, weil wir klauen ihm seine Zigaretten. So. Tauschen Sie die Zigarettenpackung aus, okay? Oh, hi. Hey, don't you know this is a... Sorry. Wir haben einen Schrank. Da ist ein Schrank. Kommt einfach rein, die Sau. Bewusstloser Zeuge. Ja, das ist das Problem. Er ist halt jetzt ein Zeuge, ne? Tut mir leid, Kollege. Aber wenn du der bist, der ich denke, der du bist, dann ist es eh nicht schlimm, dass ich dich jetzt getötet habe. Aber ich kann mich als VIP-Patient verkleiden. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und die Zigaretten habe ich auch. So, und jetzt gehen wir wieder raus, würde ich sagen. Wir haben eine neue Verkleidung und eine Büste. Gibt es hier irgendwas Interessantes noch im Badezimmer? Was liegt da? Eine Getränkedose. Kann man auch werfen. Nehme ich auch mit. Toiletten. Das sind diese coolen japanischen Toiletten, die mit der Wasserspülung. Jetzt gehen wir raus. Guten Tag. Er würde mich ja niemand erkennen, weil ich meine, ich bin halt Patient einfach, ne? Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. Bin ich, glaube ich, nicht, ne? Nee. A doctor will escort you to your checkup. Oh, hier ist noch eine Toilette. War nicht gerade irgendwer rot? Da, da ist das Mädel. A doctor will escort you to your appointment. Ah, da geht sie. Please proceed to the hospital entrance. Hörst du? Stehst hier nur rum. Okay, kann ich bei ihr rein? Also, VIP-Typ wahrscheinlich. Ja, ich muss da rein. Okay. Komme ich nicht von hier aus darüber? Ja, vielleicht. Dann muss ich aber hier reinkommen. Okay, komplett rum kann ich nicht. Hier ist mich jetzt der Weg nach unten. Okay. Nee, dann muss ich da anders hier reinkommen. Wie ist die Frage? Darf ich hier rein? Okay. Von der anderen Seite? Nee, das ist echt Hochsicherheitszimmer. Okay. Das ist blöd. Da muss ich mich vielleicht als irgendeiner verkleiden, der... Oh. Sieht der Typ nicht so aus wie ich? Oh, der hat sogar einen Verband. Mr. Portman is with me. No need to bother him with unnecessary security measures. Oh. Das wäre cool, wenn ich jetzt als der verkleidet hätte. Sir, this is a restricted area. Hey, he gave you an order, buddy. Ja, ist okay, bin ja schon weg. Entspann dich, Kollege. Schade. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, weil der sah schön verbandelt aus. Hätte man echt gut machen können. So, jetzt die Rettungsgeschichte ist durch. Jetzt gucken wir uns nicht mal weiter um. Hier ist eine Toilette. Toiletten ist immer irgendwas. Zum Beispiel ein anderer Gast. Guten Tag. Dich verkleiden kann ich mich bestimmt nicht, aber... Keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Nee, ein Schrank. Der Schrank ist gut. Hier geht's runter. Ich will nicht nach unten. Ich will eigentlich... Wo will ich denn hin? Hey, nice threads, buddy. Mich einfach nur hier umsehen eigentlich. Sakura Sushi, das klingt doch super. Ebenso. Oder so. Geil, eine Sushi Bar. Oder Sushi Restaurant. Man kann es bestimmt auch als... dahinter gibt es Treppen, man kann es bestimmt auch als Arbeitskraft verkleiden, bestimmt. Nicht euch, Sir. Oh ja, kann ich, okay. Geh ich gleich mal runter. Hier auch. I'm sorry, sir. I can't let you through looking like that, okay? Please leave the area. Okay. Da komme ich durch. Hier liegen ein paar Messer und so. Ich kann mich verkleiden. Ja, verkleiden nicht, aber da sind ein paar Messer und Beile. Hier gibt's echt verdammt wenig zu. Verdammt wenig Möglichkeiten. Wahnsinn.
Mädchen. Ich gehe also wirklich. Ich glaube, die ist ein bisschen schwerer als die anderen. Obwohl da auch schon ein paar Knifflige dabei waren. Aber hier kann man ja fast gar nichts machen von Anfang an. Man muss ja echt wirklich erstmal suchen, was ich denn hier alles habe. Was ist denn hier? Das ist nur eine Toilette. Und eine Tür, wo ich nicht hinkomme. Ein Wegüberbrücker fehlt. Ah, man kann auch hacken, okay. Muss noch was dafür finden. Okay, ist auch eine Kiste. Was ist das? Vielleicht um mich als Typ hier zu verkleiden, ne? Ja, vielleicht nicht schlecht. Hab schon auch eine Waffe, der Typ. Das wäre vielleicht schon mal nicht schlecht. Ja, cool, wenn die jetzt rausgehen würden. Könnten Feueralarm auslösen, zum Beispiel. Könnte ich das mal probieren? Ja, ich würde sagen. Ich bin staying away from that spy area. Do not want to run into her again. Und so sieht er mich jetzt nicht. Ich da jetzt was hinschmeiß. Stop throwing shit, man. Was bist du denn hier plötzlich? Do you mind? Hilfe. Ach, der kam hier hin. Okay. Das hier ist aber nicht auf, das ist meine Dose. Meine Dose. Meine Dose. Setz das hier hin, ey. Boah. Ich hatte doch einen Plan. Wieso machst du den jetzt kaputt? Mann, sie ist raus, aber er nicht. Wenn ich jetzt eine schallgedämpfte Pistole hätte, ne, würde ich dem einfach in den Kopf schießen, glaube ich. Aber das würde er wahrscheinlich sehen, ne? Und da ist genauso gebaut, dass man das sehen würde. Mann, ey. Scheiß drauf. Gut, hier komme ich auch nicht viel weiter. Leider. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Können ja auch mal rausgehen. Hier mal rauskommen. Es gibt auch noch andere Gebäude anscheinend. Hier ist auch noch ein Typi. Aber die stehen alle mal so offen. Hier ist auch ein Hausmeister oder so. Ein Gärtner. Aber es ist halt ziemlich offensichtlich. Da ist sie. Schauen wir mal hier um. Da ist auch noch ein Typ. Ist das sie oder ist das er? Ihn sehe ich gar nicht. Er ist halt im Operationssaal wahrscheinlich, ne? Da komme ich mich da rein. Nee. Schade. Sie ist da drin. Da komme ich aber auch nicht rein. Oh, ist ja echt zum Mäusemelken. Ich müsste mir mal so eine Wächterverkleidung holen. Oder wer bist du denn hier eigentlich? Wer bist du denn? War das nicht der Typ eben, der auch im Intro zu sehen war? Ist das irgendwie hier der Chef von dem Laden oder so? Er sieht zumindest auch wie ein Arzt aus. Ich glaube, als Arzt komme ich hier viel weiter. Vielleicht kann ich dem ja irgendwie folgen. Und überwältigen oder so. Ich weiß ja nicht, wo der hingeht. Ich glaube, das tue ich jetzt einfach mal, weil sonst habe ich eigentlich so gut wie alles gesehen. Zumindest da, wo ich rein kann. Ich glaube, da ist der Operationssaal. Da ist man von beiden Seiten zu, da komme ich nicht rein. Deswegen muss ich erstmal eine Möglichkeit finden, eine Verkleidung zu haben, die mich da reinbringt. Und ich glaube, so ein Arzt. Das ist Yuki Yamazaki. Guten Tag. Former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. Yakuza, okay. Kommt die da gerade auf mich zu? Oder halt so ein I'm sorry, sir. You need the correct clearance. That security breach you mentioned. I take it you found something. Ein Typ von ihr. No. We're still looking. This is something else, I'm afraid. I know you prefer not to know our methods, but, well, our man was in such a hurry to acquire a heart from Mr. Soda's, a right-sided heart, that... He didn't cover his tracks? Not sufficiently, no. The curator was able to find a donor in Brazil, Street Kid, one of the neighbors. He paid the leaders of his gang to look the other way, but someone rolled on us. Our man almost didn't get the heart through customs, and just yesterday we caught an Interpol agent snooping around. Here? Are you telling me Interpol tracked an illegal black market organ trade to this hospital? Regrettably, yes. We will reach out, pull the available strings. In the meantime, Director,
I suggest you get your house in order. Your chair is wobbling. Okay, das ist der Direktor von dem Kram hier. Ich glaube, das ist eine sehr gute Verkleidung. Weil ihr irgendwie... Ich könnte auch ihr folgen, um zu gucken, ob ich sie irgendwie treffe. Aber ich glaube, ich würde am liebsten, würde mich als ihn verkleiden. Dann habe ich die besten Chancen, da überall reinzukommen. Er kann bestimmt überall rein. Gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Ich speichere mal gerade. Und ich glaube, der kann bestimmt überall rein. Und dann kann ich bestimmt auch in den Operationssaal gehen. Das müsste ich einfach mal ausprobieren. Zack. So, gucken wir mal. Das Headpacken könnte ich dann auch machen, wenn ich eher bin zum Beispiel. Gucken wir mal, wo der so hingeht. Ob ich ihn da vielleicht... Irgendwie. Did you see that patient in the bandages? Ogenki desu ka? I hope you're enjoying your stay. Please ask me or the other staff if you end up looking like some, you know, ideal beauty. But it's just like everyone else once you're done. I mean, it's not gut. Ich beobachte diesen Herrn, der nichts tut. This looks marvelous. Ah, der ist was. Wenn ich jetzt Rattengift hätte, würde er auch auf Toilette rennen. Dann könnte ich mir... Könnte ich mir ihn schnappen? Tut aber nicht. Wo geht er jetzt hin? Lass dich nicht von mir stören. Ich folge dir nur ganz unauffällig auf 2 Meter Entfernung. Wie ein alter Profi. Aber es scheint ihn ja nicht zu stören. Gehst du mal auf Toilette vielleicht? Das wäre sehr nett. Oder so. Oder in die Polizeistation. Na gut, das wäre ziemlich doof, weil da komme ich nicht rein. Jetzt steht er da. Da hinten ist sie wieder. Ist der kalt oder was? Wenn der kalt ist, dann bewege ich dich. Komm schon. Oh, hallo. Hallo. Na, wie geht's? Müssen Sie nicht mal ganz dringend auf Toilette? Also, ich an Ihrer Stelle müsste das jetzt. Ja, ich darf nicht rein, ich weiß. Hello there, sir. Du gehst jetzt nicht ernsthaft wieder raus. Okay. Wie soll ich den denn bitte... Wann soll ich den denn bitte... Das geht doch nicht. Jetzt rennt er wieder hier draußen rum. Was soll denn das? Okay. Ich sehe... Diese Episode wird sehr knifflig. Ich hoffe, ich will... wahrscheinlich die längste Folge. Ich habe bis jetzt noch überhaupt keine Ahnung, was ich hier tun soll. Bin jetzt 24 Minuten im Spiel. Hey, what's up? Die Dame rennt an mir vorbei. Vielleicht folge ich ihr einfach mal. Aber das tun wir dann tatsächlich in der nächsten Episode. Und ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die nächste Folge kommt dann auch wieder relativ zeitnah, weil ich nehme die jetzt in einem Stück auf, die Episode wahrscheinlich. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schreibt was Nettes in die Kommentare, ob euch das gefallen hat oder nicht. Oder vielleicht Tipps. Macht keinen Sinn, weil, wie gesagt, ist das jetzt an einem Stück aufnehmen. Aber ja, seid gnädig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.